Bei erneuten Protesten in Venezuela ist am Donnerstag ein Polizist ums Leben gekommen. Berichten zufolge wurden während eines Einsatzes gegen Demonstranten drei Beamte der Nationalgarde angeschossen. Einer von ihnen sei seinen Verletzungen erlegen. Colina Tovar. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro sprach der Familie des 24-Jährigen sein Beileid aus. Seit Monaten demonstrieren Oppositionelle gegen Maduro und fordern dessen Rücktritt. Mehr als 40 Menschen sind bei den Protesten bereits ums Leben gekommen. Fast 800 Menschen wurden verletzt. Die Demonstranten werfen den Einsatzkräften immer wieder Polizeigewalt vor. Bei den Protesten am Donnerstag hatte die Polizei ein Lager von demonstrierenden Studenten geräumt und Hunderte von ihnen festgenommen. Einige Regierungsgegner bewarfen die Beamten mit Steinen.